Kamin-Schlachtfeld. Die Vorbereitung des Schlachtfeldes fang seit morgens früh an, als die Soldaten der ägyptischen Armee bereiteten der mobile Straßenhindernisse sowie Stacheldrähte, drei Linien der Militärpolizei und drei Spezialtruppen sowie Zentralpolizei Stunden dahinter. Geschirmt waren diese Truppen durch gepanzerten militärischen Ausschüssen. Ausschließlich waren Feuerwehrwagen geparkt. Vorbestraften waren eingeschaltet seitens der Armee. Augenzeugen aus der Gegend Abbasia waren gegen der friedliche Demonstranten gehetzt. Seit 12 Uhr mittags hat Armeegeneral mit einigen seiner Amtskollegen der gegen Abbasia Gerüchte ausbreitet. Es seien bewaffneten Gewalttätigen aus dem kriminellen Tahrir-Platz auf dem Weg zu Abbasia, um eure Häuser zu attackieren. Somit waren die Bewohner des Stadtteils Abbasia scharf gemacht. Als die Demonstranten in Abbasia eintrafen, haben den Ausruf friedlicher erhoben. Nur die Attacke war vorprogrammiert. So waren die Demonstranten mit Steine, Glasflächen und Molotow beworfen. Schwerter und Messer waren mit dabei. Dieser resultierte in einem Toten namens Mohammed Mahmoud, 25 Jahre alt, liegt im Krankenhaus El Dimerdash. Geschossen war der Verunglückte mit einem Durchschuss durch den Kopf. Verletzt waren 700, viele davon schwer verletzt. Verkündet war dieser Marsch Tage im Voraus. Die revolutionären Kräfte halten sich zurück von weiteren Eskalationen. Einer Spaltung zwischen Armee und das ägyptische Volk legte die revolutionären Kräfte in kein Interesse. Des Weiteren rufen die revolutionären Kräfte für offizielle Ermittlungen hinsichtlich dieser Ereignisse. Dankeschön.